ist ein simples Seitenmodell mit 125 Punkten. 128 schon wieder. Also Oszillator, Akkord, das ist Seite, schwingende Seite. Die haben wir eh schon verwendet, aber jetzt baue ich es von vorne noch einmal auf. Dimension 128. Initial ist Shape. Und die hat eine Position und eine Amplitude. Die Position ist 30. Das Radius ist 128, das ist 30 und die Amplitude ist 1. Das heißt, diese Seite kriegt einmal eine Vorformung. So. Und 30 muss man. Das ist 128 Zentimeter. Punkte. Punkte. Also was immer das ist dann, ja. Okay, gut. Die macht also diese dreieckige Vorformung. Also im ersten Moment schaut die Seite so aus. Ah, okay. Also so, als würde man nehmen und festhalten. Ja, und ja, dann ja auslassen. Und das sind jetzt 128 Punkte, von denen jeder Punkt immer versucht, zwischen die Nachbarpunkte also zu ausbalanciert zu sein und ihnen das läuft in einer inneren Loop, das wird, also jeder Punkt wird in jedem Moment abgedatet und dann haben wir eine Pickup Position von 120, das ist dann da am Rand. Die Bewegung von diesem Punkt wird dann in den Soundfile geschrieben, dieses Auf und Ab. Wenn ich das laufen lasse, dann schaut das so aus. Und das passiert quasi dann die 44.000 Mal einmal pro Sekunde? Genau, ja. Ah, der BU ist der Picker. Genau. BU ist der Picker. Also du legst automatisch die Auslenkung, legst du automatisch als Sample, schreibst dann rein. Genau, ja. Ganz einfach. So, dann haben wir geringere Spannung. Also jetzt habe ich gehabt, der Spannung 1, das ist die maximale Spannung, die möglich ist. Wenn wir jetzt drüber sind, wird die Seite reißen. Das. Und wie gesagt, das schaut so aus. Wir haben noch nichts drinnen, keine Dämpfung, keine Raffinessen, wirklich nur die Spannung und es klingt dementsprechend fürchterlich. Aber das bauen wir jetzt systematisch auf, bis wir wirklich zu einem passablen Klang kommen. Also wenn ich das jetzt, wenn ich die Spannung niedriger mache, also nicht 1, sondern 0,1, dann sieht man, dass das langsamer schwingt. Es hört nicht auf zu schwingen. Nein, es ist keine Dämpfung drinnen, das geht jetzt. Es ist 64 Bit gerechnet, also 10 Stunden würde das schon halten. Okay, und jetzt ist, das sind tatsächlich jetzt physikalische Parameter und es ist so wie bei einer natürlichen Seite, dass die Tonhöhe vom Quadrat der Spannung abhängig ist. Also wenn ich will, dass es doppelt so schnell, also doppelt so hoch wird, eine Oktav höher, muss ich die Spannung viermal so groß nehmen. Das ist so, so wie in der Natur. Also das reagiert eben genauso wie diese Differentialgleichung. Wenn ich die Dimension kleiner mache, wenn ich jetzt 100, statt 128 64 nehme, dann wird es auch doppelt so schnell. Dann wird es auch eine Oktave höher. Klar, wie eine kürzere Seite
höher klingt als eine längere. Okay, das ist das eine ist das Tension-Parameter und das andere die Dimension, ne? Genau. Okay. Also es gibt hier auch noch einen Parameter Länge. Wo ich diese Seitenlänge ständig variieren kann. Aber meistens ist das gar nicht nötig, sondern das ist einmal definiert und es bleibt in dieser Länge. Wie gesagt, quadratische Abhängigkeit von der Spannung, 1 ist die maximale. Wenn ich auf 2 gehe, dann zack, haut schon ab. Und das kann man aber lösen, wenn man interne Cycles einbaut. Ich mache. Also normalerweise wird das ganze Modell Sample für Sample 44.000 Mal in der Sekunde durchgerechnet. Und jetzt wird aber für jedes Sample zweimal durchgerechnet. Und dadurch kann ich höhere Spannungswerte eingeben. Und ist auch dementsprechend schneller. Es müsste sogar Spannung 4 gehen. Ja. Verstehe, ganz wieso. Kann ich dann die Spannung erhöhen, wenn ich öfter. Also ich das dann öfter abgeordnet. Oder? Der Trick ist, also intern wird diese Spannung dann wieder zurückgesetzt. Und es wird nur jedes zweite. Bei jedem zweiten Zyklus ein Sample rausgeschrieben. Aber die Tonhöhe verändert sich ja dann auch damit. Oder? Die verändert sich jetzt. Es ist so, dass man, es ist klipp und klar, mit einem Seitenmodell von 128 Punkten ist die maximale Grundfrequenz, die wir rauskriegen, Grenzfrequenz durch 128. Höher geht es nicht. Und wenn man es höher haben will, muss man Cycles einbauen. Bleiben wir jetzt mal auf 1. Gehen wir auf 0,1 und hören uns das an. Es wird jetzt nicht schön klingen. Ja. Es gibt keine Veränderung, es ist keine Dämpfung drinnen, nichts. Und jetzt bauen wir das Schritt für Schritt auf. Jetzt als nächstes, also probieren wir jetzt nochmal das. Die Spannung vervierfachen, also nicht 0,1, oder machen wir zwei Segmente. 0,1, 0,4. Und wenn Licht auf den? Braucht ihr Licht? Also ich habe eben eines da. Nein. Nein, okay. Dann leuchten nicht lauter Äpfel. Ja. Bei dir nicht. Ja. So, jetzt habe ich zwei Segmente hintereinander und wir springen von der einfachen auf die vierfache Spannung. Also in der Grafik kann ich, wenn ich N drücke, komme ich ins nächste Sequencer-Segment. Na, bin ich draußen. Aber du hast auch ich habe nur eines, genau, eben deswegen. Zwei. Ja. Und mit Continuum, mit C. Dementsprechend, wenn ich die Spannung nur verdoppeln würde. Wird es nur mit Drittel 2 ergeben. Genau, kriegen wir einen Tritonus.
Gut, jetzt bleiben wir mal bei einem. Ja, passt. Ist klar. Jetzt in dem Fall hat der Oscillator in der ersten Linie gar nichts beeinflusst. Oder doch? Wie beim? Das Cycle ist jetzt gleich 1. Genau, ja. Das ist, könnte man auch weglassen. Das ist immer. Also, mehr Cycles braucht man erst, wenn wir höhere Spannungen wollen, einen höheren Ton. So, und jetzt tun wir irgendwo, also die Reihenfolge der Parameter ist im Grunde egal, aber ich habe immer so eine eigene Logik da drinnen. Eine Dämpfung rein, die definiere ich mir jetzt mit 5 Sekunden Ausklang. Nur dieser Dämpfungsparameter ist ein Faktor, der ist normalerweise 0,000 irgendwas. Und mit der Funktion werden die 5 Sekunden in diesen Faktor umgerechnet. Also wir können uns das kurz anschauen. Wo ist da die Dämpfung? Eben, die 0,000005. Also das sind so unhandliche Werte, die kann man sich kaum wirklich vorstellen. Und in Sekunden ist das wesentlich praktikabler. Wie kostet denn den Kalkulator mit D-Book ist A? Also da sieht man die Effektivität, okay, die Part ja, ist Paar. Ja, das genau. Das wieder aus dann. Also anschauen brauchen wir es uns jetzt. Sollen wir es nochmal? Ja, lassen wir nochmal laufen. Also das würde jetzt immer kleiner werden, aber das ist so eine langsame Darstellung. Ja, jetzt. Okay, das funktioniert. Fünf Sekunden heißt nochmal, dass in 5 Sekunden abklingt. Auf minus 60 dB, ja. Minus 60 dB, okay. Ja, 1000. Das rechnet er automatisch um? Ja. Nein, ich glaube, ja. Gut, das, damit kann man es natürlich. Die Seite neu anschauen. Ja. Außer man schaltet die Amplitude auf 0. Dann schwingt es weiter. Also wenn wir da die 2 haben wie vorhin, ja. 5 Sekunden Ausgang, oder machen wir mehr. Also das wird jetzt einen Knacks geben, weil die Vorspannung. Die klingt aus und im nächsten Moment wird's wieder, kriegt es wieder diese Dreiecksform. Ne? So, darum haben wir diesen Knacks am Anfang, weil das noch völlig kunstlos ist. Das ist noch eine ganz banale, aber gute Initiierung. Könnte ich natürlich Folgendes machen, beim zweiten Mal die Amplitude auf 0 setzen, dann findet keine Initiierung statt und es springt wirklich nur die Tonhöhe. Nein, stimmt nicht. Sorry, nochmal. Was haben wir denn falsch?
sonst nicht. Irgendwas falsch geschrieben, aber wo? Ja, aber Spannung ändert sich, also ist klar, dass sich der Klang ändert, oder? Ja, ja, klar, aber dass das jetzt so plötzlich so einen scharfen Ton hat. Die Pause nicht ab. Ja. Punkt 10. Erstaunlich, weil erst haben wir doch einen weicheren Ton gehabt, oder? Ja, mhm. Und bei INI ist bei der 0 und 1 statt 1 und 0. Bei ja. 0, da findet keine Initiierung statt. Okay. Dann machen wir es wieder so, wie es vorher war. Ah, ja. Ist ein bisschen happig. Bleiben wir mal bei der Variante. So, jetzt haben wir wieder den, ja. Das muss man jetzt mal anschauen. Also man kann hier mit dem INI kann man verschiedene Modi eingeben. Also alles, was da steht, INI ist der Shape, kann man da ständig wechseln. Null ist keine und dann müsste ich jetzt die richtige herausfinden. So. Das lassen wir jetzt wieder alles weg. Und jetzt gibt es natürlich bei dieser, das sozusagen idealen Seite, das Phänomen, egal mit welchen Pegel man das betreibt, das klingt immer gleich, nur entweder lauter oder leiser. Wenn man sich aber wirklich eine echte Seite vorstellt, und die ist hier gespannt mit einer bestimmten Spannung, und sie hat so eine gute Ausformung, dieses Dreieck, dann ist sie in Wirklichkeit ja in dem Moment länger und daher stärker gespannt. Das heißt, diese Spannung kann sich auch ändern, je nach Auslenkung. Und da gibt es einen Parameter, der das berücksichtigt. Das ist eine Elastizität, Elast. Die setzen wir einmal zu groß wie die Spannung. So, also Tension, Elasticity, beide sind jetzt einmal gleich. Dann kann man noch nicht viel bemerken. Bemerken werden wir es erst, wenn wir die Amplitude, die Auslenkung größer machen. Schaut schon mal ganz anders aus. Das ist gut. Okay. Also lässt praktisch dann die Spannung nach, ne? Also im Ausklang. Genau, weil der Unterschied zwischen der Ruhelage und Auslenkung immer kleiner wird. Im ersten Moment ist es eben so. Das heißt, diese Imi-Amplitude, die Initiierung kann durchaus auch über 1 gehen. Also ja, klar, ja. Wenn keine Elasticity definiert ist, dann ist der Klangtypus aber der gleiche. Das ist nur lauter. Und wie hoch geht das, die Amplitude? Ja, so bis zu 30. Aha, okay. Oh, geht noch. Schädelt sicher. Irgendwann, ja. Ja. Aha, okay. Also
Parameter, was haben wir vorher gehabt, was noch gegangen ist? 10? 4. 4 ist gegangen, ja, 4. Kann ich jetzt natürlich auch so machen, ich lasse nur diese Elastik und setze die Spannung auf 0. Das heißt, es hätte in der Ruhelage überhaupt keine Spannung, wie eine nicht gespannte Seite, und erst wenn man es anzieht, bekommst du durch die Auslenkung die Spannung. Das wäre die Vollgummiseite, wie ein Gummiringer. Also ist eigentlich ziemlich von Haus aus schon ziemlich schlecht gespannt. Gar nicht. Deswegen bin ich zu laut. Ja, ja, ich finde es lustig. Ja, ja. Kann man es ein bisschen verändern. Also da kann man es jetzt natürlich spielen mit den Parametern. Mhm. Das wird jetzt sehr tief sein. Okay. Das heißt, man sollte da mehr Elastizität geben und ein bisschen eine Grundspannung. Eigentlich schon. Was war vor der Einstellung? In die Hand, Heche, oder? 4. 4, ja. Können wir es wieder machen. Und ja, das war wieder zu viel. Okay. Und jetzt können wir die Cycles erhöhen in so einem Fall. Jetzt soll es wieder gehen, jetzt soll es wieder stabil sein. Na, noch immer nicht. Hier. Auch nicht. Also das vertragt es nicht. Oder wieder 0,1. Okay, aber da sind wir jetzt wirklich in einem Grenzbereich. Das hat aber funktioniert mit 4. Gehen wir wieder zurück ein Stück. Unsere ursprüngliche Spannung. Also wieder eher eine normale Seite mit nur einer geringen Gummicharakteristik. Also die Elastizität, wenn die ungefähr so groß ist wie die Spannung, dann sind wir in einem halbwegs normalen Bereich. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Parameter, das ist eine Glättungsdämpfung, das ist auch eine Dämpfung, so wie die andere. Die nimmt aber die hohen Frequenzen schneller weg.
das hören wir jetzt deutlich, dass die am Anfang sind noch einige hohe Teiltöne drin und am Schluss verschwinden die langsam. Also das ist jetzt so zu verstehen, diese Dämpfung macht den Ausgang, dass es in 5 Sekunden auf minus 60 dB geht. Und die zweite Dämpfung bewirkt ungefähr, dass man in 5 Sekunden vom Spektrum auf den Grundton kommt, dass die Obertöne verschwinden. Also die eine Dämpfung sitzt sozusagen auf der Geschwindigkeit, die andere auf der Beschleunigung. Das sind jetzt alle wichtigen Parameter, nur die Initiierung ist ein bisschen kunstlos. Die Position ist jetzt Punkt 30, wenn man sich das vorstellt, eine Seite von 128 cm und man reißt die so nach 30 cm an, ist völlig klar, dass das ein eher dumpfer Klang ist. Wenn ich es ganz am Rand mache, also nahe neben der Einspannung 128 oder nahe an 0, 1, näher geht es nicht. Dann schaut das so aus. Klar. Das speichere ich dann ab. Wie funktionieren diese Dämpfung-Oberatomanteile? Ist das linear oder? Na, physikalisch gesehen schaut es so aus, diese normale Dämpfung, Damp, die justiert in jedem Moment die Geschwindigkeit der Partikel. Die dämpft die Geschwindigkeit. Diese zweite Dämpfung, Smooth, dämpft in jedem Moment die Beschleunigung. Mhm. Also in der Formel drin und die sitzt dann an einer anderen Stelle. Okay. Aber diese Dämpfung erfolgt linear, oder? Oder am Anfang stärker? Exponentiell. Exponentiell. Exponentiell beide, ja. Gut. Und wie gesagt, diese Initiierung durch eine Vorspannung, wie es da aufgezeichnet ist, ist natürlich die banalste. Da kann man jetzt andere Algorithmen reinbringen, wie Plug oder Hit, also anreißen oder schlagen. Was jetzt für uns interessant ist, dass man diese Seite auch mit einem Soundfile initiieren kann. Das heißt, ich mache mir da eine INI ist gleich fix und den Peak und die INI-Post mache ich 0. Das wird jetzt so zu verstehen. Wenn ich hier die Seite in der Ruhelage habe, dann ist das der Nullpunkt, an dem sie eingespannt ist. Und wenn ich den Nullpunkt jetzt bewege, so wie wenn man ein Seil eingespannt hat an der Wand und an der anderen Seite hat man es in der Hand und jetzt springt man, dann macht das so Wellen. Und das machen wir jetzt nicht händisch, sondern das lassen wir die Wellenform von einem Soundfile machen. Den setzen wir jetzt da an den Punkt. Der bewegt uns jetzt die Seite da auf und ab und die reagiert dann irgendwie. Dazu brauchen wir jetzt einen Input. Wie hat der geheißen, der Pfeil? So hat der geheißen. Den Patch dürfen wir nicht vergessen. Ist dort
In die Klammern drinnen, na egal, in welche Reihenfolge das steht. Also die Dimension muss drinnen stehen, der Patch mit dem Soundfile, der INI-Modus fix, das heißt, dass der Punkt fix eingespannt ist. Der vordere, um mir. Genau, der Nullpunkt in dem Fall. Die INI-Position ist jetzt Null. Ja. View haben wir noch drinnen. Und wenn man den jetzt auf Shape lost, was passiert dann mit dem Soundfile? Gar nichts. Okay, das muss man dann noch fix lassen, dass Soundfile mit den aktiviert. Okay. Genau, ja. Der beginnt aber erst nach 5 Sekunden, glaube ich. Gell? Was wäre, wenn man jetzt bei K1.Längen, wenn man da was Längeres nimmt? Im Gegensatz zur oberen Dimension. Dann fährst du in Stellen raus, wo nichts ist. Okay. Ja, die 128 passt, dass die. Was heißt das genau? 128 Punkte. Also Vektor mit 128 Zahlen. Ja. Und maximal 512 sind, glaube ich, möglich und der Rest ist 0, ich glaube nichts. Mhm. Ah, das View ist Position, zeigt er dann die Wellenform. Genau, ja. Wird es dann nur langsamer? Na, du bist, solange du das anschaust, passiert nichts. Ach so. Weil im Originaltempo kannst du das gar nicht anschauen. Weil er zeigt mir jetzt schon urlang diese Welle, aber. Doch, er rechnet es aber ganz langsam aus und. Ach so, okay. Aber es wird nicht langsamer dann, wenn du das dann abspielst. Ja, da kommt jetzt noch nicht viel daher. Vielleicht ist der Pegel überhaupt zu gering. Geben wir mehr Pegel. Das heißt, das ist Soundfile. Ja, jetzt sieht man ganz links, sieht man, wie der Punkt, der Einspannpunkt bewegt wird. Und wie die Seite jetzt reagiert. Rechts ist sie fix eingespannt, da ist immer 0. Ja, wahrscheinlich ist die Amplitude jetzt zu viel, weil nachher wird der Sound lauter. Ja. Also das heißt quasi die Umsetzung von einem Soundamplitude auf die Seitenamplitude. Das ist hier. Genau, ja. Und mit C, mit Continue, gehen wir weiter. Bitte? Mit C, wenn wir jetzt C drücken, dann ist die Grafik unterbrochen. Richard, mit C kommst du dann raus aus der Grafik. Ja, ich glaube, das wird jetzt immer mehr schauen. Also wahrscheinlich ist die Amplitude jetzt viel, das wird reißen. Na? Ja. Wie kommt das jetzt? Klar, das war zu viel Amplitude. Eins genügt. Ja. Kann man ein bisschen länger rechnen lassen. Die Elastizität so hoch eingestellt. Also normalerweise setzt man die, also wenn man wirklich einen Seitenklang will, setzt man die nicht so hoch wie die Spannung, wie die Tension, sondern eher deutlich kleiner. Also dann okay.
da, also Oversampling können. Na? Das klingt doch gut. Ja. Also was wir jetzt damit gebaut haben, ist im Grunde ein Resonator. Also ungefähr so, wie wenn man in Saite mit Resonanzkasten in einem Klavier, wo man nur eine Taste gedruckt hat, dann mit irgendeinem Klang hineingeht, hineinsingt, hineinspielt. Nur sogar noch ein bisschen direkter, weil wir ja keine Luft dazwischen haben, sondern den Soundfile ja direkt in den Oszillator einbringen. Und je nach Dämpfung, wenn ich da mit der Dämpfung runtergehe, zum Beispiel auf 0,5, das wäre 0,5 Sekunden Ausklang. Wenn ich jetzt noch kleiner, jetzt, man erkennt noch immer ein bisschen diesen Hallcharakter, den Resonator. Wenn ich jetzt die Dämpfung noch kleiner machen würde auf 0,1, also Zehntelsekunde Ausgang, das ist gar nichts, das ist trockener als jede Geigen. Und weg ist es. Dann wird es praktisch zu einem Filter, zu einem Kammfilter, also mit dem Spektrum von der Seite, mit all diesen Obertönen. Wir haben die Basslinie noch immer drinnen. Weil es nach wie vor ein Resonator ist, aber mit vielen verschiedenen Frequenzen. Mit den Obertönen von der Seite. Nicht nur eine, so wie eine Sinusresonanz, sondern die ganze Palette ist drinnen. Und es ist aber hat jetzt so eine starke Dämpfung, dass das nicht mehr ausklingt, sondern dass eben wie ein Filter wirkt und auch eines ist. Also der Unterschied zwischen einem Resonator und einem Filter ist grundsätzlich nur der, dass der Resonator länger ausklingt als das Filter. Und da gibt es so einen Übergangsbereich, so einen diffusen und dann ist halt schlicht und einfach Filter. Natürlich kann man diese Parameter jetzt auch alle in den Sequencer einspeisen und ständig verändern. Zum Beispiel aber finden wir denn das in der Dokumentation, weil da ist bei OSC im Amp, kann man nicht draufklicken. Ich bin bei Kernmodul alphabetische Ordnung reingegangen. Du musst auf Generator und Oszillator. Könnte sein, dass das noch nicht verlinkt ist. Ah, OSC.Chord ist schon da. Also ich bin jetzt im Raspberry. Das ist schon drin, gell? Aber nicht, weil beim Alphabet ist nicht drinnen. Aha. Ah ja, ist bloß nicht verlinkt. Mhm. Nein, ich hab schon gefunden. Da gibt es mehrere Mode, aber wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit der Seite. Es gibt auch das Read, das ist wie Feder, die auf einer Seite eingespannt ist und auf der anderen Seite offen. Hoop, das ist wie ein
gespanntes Ringerl, Loop, und Whip ist eine Peitsche, so auf beiden Seiten offen. Ja, klingt alles ein bisschen anders. Aber. Ja, ja. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gebe ihm zwei Segmente. 30 Sekunden und das zweite nur eins. Und interpoliert diese Dämpfung von 0,1 auf, was haben wir jetzt gehabt, 5 Sekunden Ausgang oder 10? 10, gell? Jetzt bleibt die Dämpfung einmal die ersten 10 Sekunden auf dem Wert 0,1, so wie ein Filter. Und die nächsten 20 Sekunden in dem Übergang, in dem Bereich, in der Dauer, steigt sie kontinuierlich von 0,1 auf 10. Konvergenz heißt? Interpolation, dass Parameter interpoliert werden. Die da freigeschalten sind. Null wäre ein harter Sprung, dann wird es nach 30 Sekunden von 0,1 auf 10 springen, die Dämpfung. Und so geht es 20 Sekunden lang kontinuierlich von 0,1 auf 10. Linear, ja. In dem Fall linear, wahrscheinlich ist das gar nicht gut, aber wir werden es hören. Jetzt 10 Sekunden sollte es so bleiben. Ausklingen lassen hinten und vielleicht doch eine proportionale Interpolation. Probieren wir mal proportional. Also nicht linear, sondern PRP. Dann ist der Übergang etwas anders. Und den lassen wir noch 10 Sekunden klingen da. Dasselbe natürlich jetzt auch mit anderen Parameterwerten versuchen. Also ich speichere das zur Vorsicht ab. Na, das sollte nicht sein. Also so wie wir es erst gehabt haben, diese elastische Komponente jetzt drastisch erhöhen. Also ich gehe wieder zurück. Das braucht man jetzt gar nicht. Das kann man stehen lassen, wenn wir haben jetzt nur ein Sequencer-Segment und da findet eh keine Interpolation statt. Und ich habe diese Elastizität jetzt raufgesetzt. Vorher war es 0,01, jetzt ist es 0,4. Aber du hast
etwas gesagt, Fahrseite nicht höher sein. Also bei der Spannung, die darf nicht höher sein als 1. Wenn die, wenn da Elastizität dazukommt, ist es schwer abzuschätzen, wo der Punkt ist, wo die Seite reißt. Aber wir werden es ja sehen. Machen, das nicht so abreißt. Punkt. Initur. Also nur 20 Sekunden lang initiieren und dann überlässt man die Seite sich selber. Also, dass wir einen Ausgang haben am Schluss. Und jetzt kann ich dasselbe machen wie vorher, die eigentliche Spannung ziemlich runtersetzen. Ja. Probieren wir es einmal so. Vollgummi-Resonanz. Kann ich mit Kuschen sehen? Ja, klar. Und da streitet sich dann die Fachwelt, ob man sowas noch Resonanz nennen darf. Aber im Grunde bei jeder Resonanz in der Natur sind solche nichtlinearen Komponenten drinnen. Geht gar nicht anders. Halt nicht so krass. Dass es sich selber überlassen ist, die Initial? Diese Initiation. Also die wird nur 20, wenn die weggeschaltet ist, wird es die ganze Zeit initiiert von dem Soundfile. Mhm. Und mit dieser Duration nur die ersten 20 Sekunden, dann schwingt es frei aus, was immer der letzte Zustand ist. Achso, wir haben jetzt Dauer 30 Sekunden. Genau, die Dauer ist 30 Sekunden und die Initiierung nur 20. Mehrere Richtungen. Also entweder wir könnten den Parameterset noch ausbauen, das machen wir noch kurz, was da alles möglich ist. Also ich gehe da wieder zurück, was man kann. Tension 0,1, die 0 irgendwas. Ja. Da das jetzt wirklich ein echtes physikalisches Modell ist, also unter dem Begriff Physical Modeling gibt es ja jede Menge Dinge. Das sind Algorithmen, die pragmatisch sind. Also man will einen Seitenklang und man versucht irgendwelche Formeln, die sowas bewirken. Und wenn man das so aufbaut, kommt man dann nicht mehr in physikalische Parameter rein. Dieses Modell ist umgekehrt. Ich baue mir ein Modell, wie so eine Seite wirklich schwingt. Also vereinfacht natürlich. Und schau, was ich damit machen kann. Das heißt, ich kann jetzt Dinge machen, wie eine Präparation, die ich mir vorstelle. Wir nehmen hier einen Punkt und geben ein Gewicht drauf, so wie man Klavier präparieren. Das ist
Klavier nimmt man irgendwie Schrauben oder Stifte. Am Cello und am Kontrabass ist es sehr gut mit Lötzinn zu umwickeln. Dass einfach ein Punkt auf dieser Seite schwerer ist als die anderen. Dazu brauchen wir mal zwei Dinge. Das Gewicht, das Bird. 0,3 nehme ich das jetzt einmal. Das heißt, dieses Gewicht ist 0,3 mal so schwer wie die gesamte Seitenmasse. Und es braucht eine Position. Die nehmen wir auf. Ja, nehmen wir die nochmal. An einer Seite Punkt 30, das wäre dann auf der anderen. Na gut, dann machen wir 90 dann so. Dann ist ungefähr dort, wo es da eingezeichnet ist. Und jetzt klingt das auch wie eine präparierte Seite. Sowohl mit der Belastung, also mit dem Gewicht selber, als auch mit der Position. Funktionieren tut es ungefähr so, dass wenn man sich die verschiedenen Obertöne vorstellt, das wäre dann die Grundwelle, die macht so einen Bogen, ich zeichne es ein. Das wäre die Grundwelle, das wäre die Oktave ungefähr, das wäre dann die dritte. Und wenn ich mir das anschaue, so diese Obertöne, diese Flageolets wären das dann sozusagen, die hier einen Knoten haben, bleiben wie sie sind, die bleiben unverändert. Die hier sehr stark ausgelenkt werden, werden in der Frequenz tiefer. Das heißt, das ganze Spektrum von der Seite kommt da in Unordnung. Also das ist die Wirkung der Präparation im Klavier oder jedem Seiteninstrument. Und genau mit dem kann man jetzt auch herumspielen. Ich setze mal woanders hin. Also mal in die Mitte. Also in der Mitte würde das bewirken, dass alle ungeraden Teiltöne in der Frequenz tiefer werden. Und alle Geraden, die dann einen Knotenpunkt haben, so bleiben wie vorher. Ein bisschen höher wäre nicht schlechter. So. Zurücknehmen, dass es nicht so extrem ist. Oder probieren wir es nochmal anders und machen wieder zwei Segmente.
Jetzt habe ich die Position von dem Gewicht erst in der Mitte und im zweiten Segment am linken Rand. Und es wird aber kontinuierlich, während die Seite schwingt, wird die Präparation verschoben. Die Dämpfung mache ich ein bisschen weniger. Das, vor allem die Glättungsdämpfung. Kann man da bei den Interpolieren auch drei Werte eingeben? Dass er von 1 auf 2 auf 3 geht in der Zeit. Wie meinst du? Zum Beispiel, wenn ich 64 habe und da ist es eigentlich egal. Geht von. Geht linear von 64 auf 5. Ja, dass man so eine Rampe irgendwie baut, dass er zuerst auf 60 geht und dann steiler auf irgendwie. Ja, es gibt ein Shape für die Indizierung, aber das ist jetzt so kompliziert. Klar. Ja. Alle diese Kurvenformen kann man verwenden. Dann. Das ist das Einfachste. Das jetzt so? Weil der Soundfile immer wieder von vorne anfängt. Oder? Wir haben zwei Segmente. Zwei Segmente. Das kann es auch nicht sein. Ja, ganz einfach deswegen, weil diese Verschiebung jetzt Punkt für Punkt geht. Aber mir ist doch nicht ganz klar, warum. Schauen wir nochmal, was haben wir falsch gemacht. Möglicherweise habe ich jetzt einen Bug da drinnen, denn mit Steuerung funktioniert es. Das haben wir schon gehabt letztens. Ich speichere das gleich einmal ab. Gut, aber das ist jetzt nur, war eh nur eine Seitenlinie, also wie man das Modell aufbauen kann. Der Klang verändert sich dann natürlich die Tonhöhe mit der Spannung, der Ausgang mit den Dämpfungen, die Helligkeit mit, sowohl mit der Initiierung, die ist aber in dem Fall 0, und mit dem Pickup. Wenn ich den Pickup, wo ist der? Der sitzt auf 120, also am Rand, wenn ich den in die Mitte setze, wird das viel runder und weicher. Das ist wie bei einer E-Gitarre, wenn der Pickup ganz außen ist, die haben meistens eben mehrere. Das bringt den harten Klang und die weiter gegen die Mitte gerückt sind, die bringen eher den weichen Klang. Genau damit kann man operieren. Gut, jetzt haben wir hier eine Dauer von 20 Sekunden. Ich kann diese Initiierung aber auch ganz klein machen. Zum Beispiel 0,1. Da brauche ich aber keinen so langen Ausklang, da muss man nicht sehen. Die Präparierung schalte ich wieder weg.
Also das ist jetzt wirklich wie ein Attack, wo dieser Soundfile nur eine Zehntelsekunde lang an dem Modell rüttelt. Ja. Wenn wir könnten es ein bisschen größer machen. Und deswegen hat man Soundfile. Genau. Schalte die Grafik jetzt mal weg, die nutzen sie nichts, einfach off. Dann ist das weg. Jetzt machen wir 10 Segmente. Also jetzt läuft der Soundfile läuft von Sekunde 5 kontinuierlich durch und es werden aber jede Sekunde nur 0,2 Sekunden davon verwendet, also ein kleiner Ausschnitt zum Initiieren von der Seite. Genau, dann wird es durchgehen, ja. Also spannend ist dann natürlich auch, wenn man dies so klein nimmt, dass man eigentlich gar nichts mehr hört von dem Inhalt und trotzdem kriegt man ständig andere Initiierungen, weil auch in einer Hundertstel Sekunde sind ja noch immer, wie viele Samples sind da? 400. 400, genau. Und die haben ja auch eine Wellenstruktur und die, auf die spricht dieser Resonator an. Also das könnte man jetzt auch eleganter schreiben, dann habe ich 9 mal eine Sekunde und dann 5. Das könnte man auch so schreiben. Das heißt, die eckige Klammer in der eckigen Klammer ist eine Condition, eine Bedingung. Das heißt, wenn das ist ein Counter, Segment Counter, der zählt von 1 bis 10. Und das ist die Gesamtanzahl 10. Wenn der Counter 10 ist, dann ist die Dauer 5, ansonsten ist sie 1. Das ist vor allem praktisch, wenn man das so macht. Jetzt habe ich 100 Segmente. Jetzt, wie viel zählt der immer rauf? Wie viel zählt er rauf? Oder alles Starts an 0,1, also genauso gelaufen. Nein, das ist, zählt einfach nur die Sequencer-Elemente durch. Ja, ja. 1, 2, 3 bis 100. Und am Schluss ist er 100 und in dem Fall, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann passiert das, was dahinter steht. Natürlich wäre das jetzt ein klassischer Fall für eine Peak-Analyse, dass man den Soundfile analysiert, sich die markanten Stellen rausholt und dann
diese Positionen setzt, wo irgendwelche T und K uns drinnen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe mit der Dämpfung, dann wird es schon ein bisschen spannender. Jetzt ein Punkt, an dem man das einbauen könnte, was wir gestern und vorgestern gemacht haben, nämlich den Hugo dazu nehmen und damit die Seitenspannung betreiben währenddessen. Dass der Sinus das da betreibt? Genau. Also mit dem Kontrollmodus. Wenn es gleich ja? In Sekunden ist? Na, Sek, das ist diese Anzahl der Segmente, die Gesamtzahl. Das ist, der Wert ist in dem Fall 100, das ist immer das, was da steht. Und was ist der Fünfer? Die Dauer ist 0,1 Sekunden. Ja? Ja. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dass der Counter 100 erreicht hat, dann ist sie ist nicht 0,1, sondern ist sie 5 Sekunden. Die Summe von allen? Nein, die Duration ist eine Zehntelsekunde und unter dieser Bedingung ist sie 5 Sekunden. Also, ich verstehe schon. Ja, was immer da dahinter steht, ja. Der letzte letztes wird dann 5 genau. Sekunden. Ich könnte auch, das könnte ich auch so machen. Der letzte Ton, ist das so? Nein. Das ist der letzte, ja. Der dauert 5 Sekunden? Ja, kannst du auch. Okay, dann kapiere ich. So machen. Jetzt wird der Zehnte. 5 Sekunden dauern, jetzt klingt es dann so. Genau. Und das ist ja nur drinnen, dass man am Schluss, dass es nicht abreißt am Schluss, sondern dass man noch einen Ausgang hat. So, jetzt bauen wir den Hugo da rein. Was brauchen wir denn noch? Sonst brauchen wir nichts da. Das haben wir gestern oder vorgestern schon gehabt, also diesen Kontrollmodus. Dann brauchen wir natürlich die entsprechenden Parameter. Cut-off-Frequenz, die nehmen wir 400 Hertz. Sonic ist nicht so schlecht. Also das eine ist jetzt ein Low Pass, das wird bei 400 Hertz oben abgeschnitten und dann ist nur der Subsonic Filter drinnen, das bei 100 Hertz zumacht, weil da sind diese Pulse noch von der Performance drinnen, diese ganz tiefen. Dann haben wir dieses Mollify, dieses Filter, das jetzt über diese Radius-Delta-Phasen-Geschichten geht, da haben wir 0,001 gehabt oder so. Was braucht man noch? Sonst brauchen wir eigentlich nichts. Und damit steuern wir die Spannung. Das heißt, da geben wir wieder einen sehr kleinen Wert. Gleich K2.1. Also wieder so, im linken Kanal liegt die Amplitude, im rechten Kanal liegt die Frequenz von dem Hugo.
und quadriert, weil die Spannung das Quadrat von den Werten braucht. Und eine Amplitude, da haben wir, was haben wir da gehabt? Da waren wir im Bereich von 1000 oder 2000. Probieren wir mal 1000. Weil da sehr kleine Werte daherkommen. Das ist noch nicht abschreiben, lassen wir es mal ausprobieren. Höchstens einmal ein bisschen länger laufen lassen. Dass man dort in die Bereiche reinkommt, wo die Stimme dann höher wird. Ja, na eben. Diese vielen kleinen Segmente wieder rausnehmen und als einziges durchlaufen lassen. Abspeichern zur Vorsicht. Das sind nur zwei. Und das machen wir, wie viel waren das jetzt? 50 Sekunden. Die Duration ebenfalls 50 Sekunden. Chance ist 0. Thank you.
Macht jetzt die Melodiebewegungen mit auf diese Art. Am Anfang war fix eingestellt und jetzt wird er durch eben durch diesen Pitch Tracker wird die Spannung mitgefahren ständig da. Wo meinst du? Wo? Unten bei K2-Modifier. Ja, ja, klar, ja. Dann wird es nur mehr ganz ein flacher Bogen. Der. Ja. Also das ist so, diese 0,01 ist so der Wert, wo die Melodie gerade noch erkennbar ist. Und wenn du das gegen 1 schiebst, dann ist der Originalklang da. Das wird dann viel zu schnell sein. Also wir können das noch kurz probieren. Also es kann natürlich sein, wenn man die Seitenspannung zu schnell verändert, verändert man ja ständig den Energiezustand. Es kann sein, dass das reißt. Dann. Na schau, das ist schon passiert. Zum Modulieren an, wenn man das Filter so hoch einstellt. So. Jetzt lasse ich euch da ein bisschen ausprobieren. Dinge verändern und verstellen. Ich gehe auf ein Bier. Thank you.
Ich mache eine FFD über den ganzen Bereich, also eine Giant FFD, und ersetze sämtliche Phasen, weil das Ergebnis einer FFD ist immer komplex, es geht gar nicht anders, und jedes Sample hat eine Phase drinnen. Und diese Phasen ersetze ich durch Zufallswerte, durch Random-Werte. Das ist diese Funktion Phi-Rand. Die Amplituden der Frequenzen bleiben gleich, aber die Phasen werden jetzt zufällig angeordnet, und in diesen Phasenbeziehungen steckt ja die ganze Zeit Information. Und bei der Rücktransformation ist die ganze Zeitstruktur sozusagen nivelliert. Ja. Okay. Das ist das. Kennen wir jetzt schon, gell? Das ist ganz klar. So schaut das Spektrum aus. Das Total ist eine große Fourier-Transformation über den gesamten Buffer. Praktisch. Das hat keine Loops und nichts, sondern ist wirklich ein schöner glatter Freeze. Diese Zunahme in der Phasen. Jetzt mache ich diese Phasen random in Zeit. Wir haben erst einmal den. Da passiert genau das Umgekehrte. So, da wird jetzt raus. Der Rhythmus bleibt erhalten. Die rhythmische Struktur bleibt erhalten, und die Frequenzinformation ist völlig zerstört durch diese. Also wie eine Modulation mit weißem Rauschen. Also da sind alle Frequenzen jetzt drinnen. Und genauso, wenn ich das im Spektrum mache, ist es umgekehrt. Die Frequenzstruktur bleibt erhalten, und die ganze Zeitinformation ist zerstört. Gleichzeitig nutzen wir den Zuerst siehst du Mozart
im Spektrum ändert sich ja nichts. Also wenn du das Spektrum von Mozart dir anschaust, hast du eine gewisse Spektrumkurve, dann machst du einen Friesen, das ist dieselbe Kurve. Und wir könnten es jetzt zumachen, warte mal. Also im Spektrum verändert sich nichts. Entscheidend Spektrum. So, machen wir das jetzt einmal. So, na, das muss ich wieder rausgeben dann. Das tue ich jetzt wieder raus. Also, das brauchen wir uns auch nicht anhören. Also, so schaut das Spektrum jetzt aus. Also in einer proportionalen Darstellung dann nicht so. Ja. Dann sind das die Amplituden und das sind die Phasen. Man kann sich auch so anschauen. Hab's ja. Na, bin ich wieder rausgekommen. Was haben wir denn da? Ja, in der Darstellung ist es sehr unübersichtlich. Das wären jetzt Amplituden und Phasen, aber im Spektrum. So ist es vielleicht einfacher. Also hier sind die Amplituden und das sind die Phasen. Wobei man bei dieser kleinen Darstellung, wir haben ja hier 1 Million Samples, diese weiße Linie immer nur Mittelwerte der Phasen sind, natürlich. Ja. Okay, und wenn ich jetzt, bin ich schon wieder rausgekommen. Wenn ich jetzt weitergehe, Phasen random, das sieht man jetzt in der Darstellung überhaupt nicht. In der ein bisschen besser. Also optisch ist das jetzt schwer zu zeigen. Also da ist die Grafik sehr unergiebig. Man sieht es einfach nicht. Aber wie gesagt, in diesen Phasenbeziehungen liegt im Spektrum die ganze Zeit Information. Bei der Rücktransformation ist sie wieder rekonstruiert. Könnte man sagen, dass zum Beispiel die Frequenz 300 Hertz, die da vorkommt, ist normal. Hier am Phasenpunkt kommt an dieser Stelle vor. Mhm. Und dann kommt es zufällig an einer anderen Stelle vor. Genau. Und da werden Millionen von Einzelfrequenzen neu gewürfelt eigentlich. Und zwar durch einen weißen Render. Ja. Und dadurch entsteht der Fräs. Ja, aber den Inhalt hat es im Original ist natürlich. Mhm. Ja, und das ist eigentlich sehr einfache, effiziente Methode. Hast du da probiert mit speziellen Zufallszahlen? Also dass du sagst, ich habe eine gaussche Verteilungskurve. Damit habe ich schon experimentiert, aber das bringt fast keinen Unterschied. Keine hörbaren. Okay. Ganz normaler weißes Rauschen. Ja. Naja, und jetzt kann man aus dem Ja, klar. Wie wäre das, wenn du zu der Originalphase von dem Originalsound nur, was da sie 5% weißes Rauschen dazu zählst? Dann passiert Folgendes. Da hört man das Original, so wie es ist. Genau. Und drunter einen leisen Freeze davon. Einen leisen Freeze. Ja, okay. Also das wäre die Addition und die Multiplikation, also dass du multiplikativ. Das ist dann zu. Ist dasselbe. Ist fast dasselbe, wie was das einfach ersetzt. Ja. Und ich habe dann noch Folgendes gemacht. Ich habe dem eine Hüllkurve gegeben, eine Shape, mit Attack und Decay. Die baut sich so in 1,5 Sekunden auf und klingt dann die nächsten 5 Sekunden wieder aus.
Möglicherweise war es ein bisschen kürzer. Ja. Das ist der Freeze wieder. Oh, ich habe das falsch gemacht, leider. Da muss man Sekunden schreiben. Und so eine Hall-Funktion, das habe ich aus dem Streichquartett mir gemacht und bin mit dem Text und habe den Text ständig verhallt damit. Und der hat jetzt nicht nur so einen räumlichen Verlauf, sondern sind ja diese ganzen harmonischen Aspekte sind ja da drinnen enthalten jetzt. Also das geht jetzt so. Zweiten Buffer auf, also bisher hatten wir einen Buffer, jetzt mache ich einen zweiten, B. Sind beide wieder transformiert. Und dieser Abschnitt jetzt ist das, was man einen Faltungshall nennt. Also eine Convolution. Ich transformiere mir beide wieder ins Spektrum, also diesen Hallklang, der wird transformiert. Dann habe ich hier einen Textfile, der wird auch transformiert und die Spektren werden moduliert, miteinander multipliziert und wieder rücktransformiert. Ein bisschen länger. Genau, den haben wir wieder, gell? Wir lassen stehen die Nacht ganz lang, während Träume unter der Berge wandern. Aber wir müssen noch, ja. Da fehlt noch was, aber das schauen wir uns gleich an. Und jetzt kommt diese Convolution. Da schälen sich jetzt immer andere tonale Strukturen heraus, weil die ja drinnen sind und das ständig spektral verglichen wird sozusagen. Jetzt fehlen natürlich noch ein paar Feinheiten. Erstens muss man Platz lassen, also bei dieser Verhallung muss im Buffer so viel Platz sein, dass sich beide Files ausgehen. Also die Verhallung ist dann so lang wie die Summe der Länge beider Teile. Das heißt, ich muss den zweiten etwas verkürzen.
geht. Diese 6,5 Sekunden muss ich hinten freilassen. Und dann kann man den Klang ein bisschen auffrischen, wenn man im Spektrum einen Kompressor reingibt. Das ist bei mir Boost. 1,5. 10 Hertz. Wenn wir, wenn wir es jetzt eh nicht anschauen, das war nur für die Grafik. Ah. Die Zeile 15, was ist der Trunk? Achso, das Truncate, das schneidet hinten 6,5 Sekunden weg. Damit diese 6,5 Sekunden Hall dann noch Platz haben. Da. Sonst gibt es Elias-Zeiten. Also, wenn man in dieser Art Verhallung jetzt aus dem Buffer rausfahrt, dann kommt das vom Anfang wieder zurück. Also es muss einfach so viel Platz sein, dass sich der Hall ausgeht hinten. Ist einfach nur abgeschnitten. Das sieht sich gleich halt mal. Weil du weißt, dass du durch den Shape 6,5 brauchst. Genau. Also, ich glaube, du schon weißt. Die Sekunden fehlen. Sorry. Ja, genau. Die brauche ich hinten freien Platz, also null Stellen. Aber warum heißt Trunk? Truncate? Ist ja eher dazugeben, oder? Na, der Bufferinhalt wird abgeschnitten, truncated. Okay. Also weil du das von der Definition mit 21, Size 21. Genau, ja, ja, ja. Wir lassen stieg die Nacht. Und in dem Fall ist egal, weil der Pfeil gar nicht so lang wäre. Und was wäre, wenn du 22 schreibst und ja, das Trunk weglässt? Würde jetzt gar nichts anderes passieren, weil die eh nicht so lang ist. Also da würde gar nicht schreiben. Also bei, ja, bei 21 wird das halt hier abgeschnitten werden. Vom heutigen Wesen, ja. Das uralte, alte Schlummer liegt. Sie achtet sich, sie ist das Wunder. Gut, also aufgehört. Das ist eben ein
Kompressor, der aber hier im Spektrum arbeitet, der hebt die leisen Frequenzen ein bisschen an. Was ist die, sind die 10 Hertz? Ist das die Einsatzschwelle? Das ist Frequenz für das Hüllkurvenfilter, das der, dieser Boost braucht. Also, man könnte es Slew-Rate sehen. 1,5 ist der Faktor. Ist der Faktor, ja. Bei 1 würde nichts passieren. Und wenn es kleiner als 1 ist, wäre das Gegenteil, dann ist Expander. Also die 10 Hertz sind so Erfahrungswerte. Die sind da ganz gut in. Und in dem Stück habe ich natürlich den Text nicht so durchlaufen lassen, sondern habe mir einzelne Passagen rausgeholt und die dann montiert. Aber sonst ist die Methode die gleiche. In der Sprachmelodie sind so viele Feinheiten drinnen und die kommen dann irgendwie zur Deckung mit diesem Spektrum. Und das fängt dann so chorisch zum Singen an. Probehalber kleiner machen, also nur 0,3 Sekunden Anstieg und eine Sekunde, 1,5, das kann ich schon leisten. Das wäre jetzt dieser Halbklang, deutlich kürzer. Also man kann sich das schon so vorstellen, wie wenn man einen Raum hätte, der, wenn man so in die Hände klatscht, so reagiert. Aufgabe für Architekten, oder? Wir lassen Schicht. Jetzt würde ich wahrscheinlich den Text besser verstehen, aber. Und solche Freezes, ja? Das die kommt zu dir. Mein Computer ist so Thank you.
Prozess, den wir hier mit dem Orchester machen, also dieses Freeze mit dem Vierhand, okay, Shape, das müsste man halt den Pfeifen nehmen. Okay, jetzt haben wir das auch schon. Das ist ein Befehl, also wie? Was mit dem Ball ist? Also was wäre, wenn wir jetzt 5... Das ist bei zwei Buffern ist so, ist eh klar. Ja. Nur wenn du jetzt drei aufgemacht hättest, dann musst du das schon tun. Wobei dann der erste in dieser Deklaration immer der ist, in den das Ergebnis geschrieben wird. Das ist Assembler-Logik, dieses B. An erster Stelle sagt, dieses Ergebnis der Multiplikation wird nach B geschrieben. Wenn ich es umgekehrt machen würde, also das, was im Buffer B steht, wird ersetzt durch die Multiplikation, durch die Modulation. Wenn ich es so machen würde, wäre es umgekehrt. Dann würde das, was im Buffer A steht, durch die Modulation ersetzt. Aber wenn du es jetzt abspielst, bitte, dann wäre trotzdem, was würde dann da, welcher Buffer würde dann spielen? Der jeweilige, der hier adressiert ist. Eben, das heißt, es würde praktisch nur bei der Oskar Werner trocken kommen, nicht das Ergebnis. Ja, genau, sonst müssen wir das so machen. Wie gesagt, bei zwei Buffer kann man sich das sparen, es ist immer derjenige, der gerade da geswitcht ist. Ich habe da noch ein paar andere Beispiele von Freezes. Wahrscheinlich wäre es besser, man löst es so, man baut sich einmal diese HAL-Funktion auf und speichert die raus auf einem Soundfile oder als Datenfile und dann kann man wird das nicht als Soundfile gespeichert und zurückgeholt, sondern als unformatierter Datenfile. Das hat keinen Header und ist 32-Bit Stereo. Also genau dasselbe, was im Buffer auch ist. Dann. Oder brauchst du den SF-Load? Warum braucht man den?
warum hast du das V0 dann raus? Nur weil ich hier den, diesen Hallklang in einen Datenfile rausgespeichert habe. Ja. Der steht jetzt in hall.dat und da lade ich ihn wieder rein, aber wird nicht bloß geladen, sondern er multipliziert und gleich aufmoduliert. Das ist dasselbe eigentlich sozusagen. Genau dasselbe. Das ist das, was drüber steht, multipliziert mit dem, was im Buffer steht. Ja, ja. Also es gibt natürlich auch Plus, Minus, Durch und Dinge. Also wenn es zu unübersichtlich wird und zu dicht und wenn man ständig hin und her jonglieren muss mit verschiedenen Bufferinhalten, dann ist es gut, wenn man die immer rausschreibt und benennt und eine dritte Methode gibt es auch noch, also die wird dann so ausschauen. Genau, das ist ein Buffer-Backup, der wird irgendwo im RAM gemacht. Und den kann man dann an der Stelle wiederholen. Ebenfalls mit mal gleich. Aber den Buffer-Backer gibt es eben nur einmal. Während so externe Datenfiles kann man beliebig viel anlegen. Da habe ich noch ein Stück gefunden, wo solche Freezes verwendet sind. Und zwar von einer Akkordstudio-Studie in Dritteltönen am Cello. Keine Halbtöne, keine Vierteltöne, sondern Dritteltöne. Und systematische Akkordstudien. Und die habe ich mir gefreezed und aus dem so Folgendes gemacht. Nein, das ist der falsche. Sorry. Thank you.
Ich wollte eigentlich einen Vokal finden. Jetzt könnt ihr natürlich wieder schreiben, FFD, Phi, Rand, so. Es gibt aber da auch eine Abkürzung, kann man das sparen. Wenn ich vor das Phi-Rand den Schrägstrich mache, den verkehrten, den Backslash, dann wird das Off-Domain gemacht, also FFD, dann, das geht für alle, fast alle Dinge. Zeitstruktur sowieso nivelliert wird und zerstört wird, kann man da eigentlich in der Tonhöhe beliebig pitchen. Also ich kann das jetzt auch so machen, da muss ich aber jetzt wieder zurück, muss ich wirklich ausschreiben, so. Also das ist ein inverser Stretch, also eigentlich stauche ich das jetzt im Spektrum. Und X ist da immer das Symbol für symmetrisch. Wir sehen es jetzt gleich in der Grafik, warum. Gut, ab im Spektrum. Das ist jetzt das Originalspektrum und jetzt kommt diese Shrink, also inverser Stretch. Schaut es kurz hin. Also es geht symmetrisch in beide Richtungen. Also man muss die positiven und negativen Frequenzen gleich behandeln. Sonst passiert da ganz was anderes. Und jetzt nochmal zurück. Krasser machen, 0,25. Also jetzt eine Oktave tiefer, jetzt ist es zwei Oktaven tiefer. Na. Oder höher, geht alles da. Zwei Oktaven höher. Na. Und das geht, diese Dinge gehen halt nur in FASP, also die gehen auch nicht im Stream, in AMP, außer, aber das machen wir extra mal. Man kann in das AMP, in den AMP-Sequencer VAS-Prozesse einbauen. Das heißt, die kann man in den Sequencer, der holt sich jedes Mal irgendwelche Dinge, macht Freezes draus und legt die wieder, ordnet die wieder in der Sequenz an. Und dann kann man natürlich ziemlich dicht operieren. Man kann dann diese Werte, die hier stehen, so wie der Vierer, im AMP als Parameter führen und ständig verändern.
tut, ne? Okay, jetzt haben wir diesen, ich nehme den Sprachfeil jetzt gleich her. Und ich mache Peaks. Also Peaks 1 ist jetzt eine einstufige Peak-Analyse. Schaut jetzt so aus. Wir lassen stets nach uns lang. Also im Zoom diese Wellenformen von der Stimme eben, so wie sie sind. Und wenn ich jetzt eine Peak-Analyse mache, dann werden nur die Samples übrig bleiben, deren Amplitude größer ist als die Nachbar-Samples. Also das wird stehen bleiben, das, auch die negativen, das. Und das schaut dann so aus. Das ist jetzt die einstufige Peak-Analyse. Jetzt stehen nur mehr Peaks drin in dem Buffer. Genau, deren Amplitude größer ist als die Amplitude der Nachbar-Samples. Also der Samples links und rechts davon. Man könnte es irgendwie übereinander legen. Und es ist in den Texten, die ihr habt, unter Scripts, ist das dokumentiert mit den Peaks. Da gibt es auch die Grafiken, dass man sich das anschauen kann. Und das Erstaunliche ist natürlich, das sind ungefähr jedes fünfte bis jedes zehnte Sample ist da ein Peak jetzt. Das eins nach dem Peaks heißt. Das eins nach dem Peaks. Dass der Prozess nur einmal gemacht wird. Also den kann man dann, man kann dann die Peaks wieder selektieren und ausdünnen und ausdünnen. Also man hört ja das Original noch durch da. Wenn ich jetzt, wie viel waren sie? Ich habe jetzt nicht geschaut. Wenn ich das zweimal durchlaufen lasse, werden sie immer weniger. Wir lassen stehen die Nacht uns lang. Also auch den brauchen wir halt. Sind schon deutlich weniger. Und da steht, wie viel sind es? Sind noch immer 24.000. Und jetzt machen wir gleich mehr. Machen wir gleich fünf Durchläufe. Gelassen. Das ist immer noch zu viel. Und auch hier gibt es das Phänomen, dass die Peak-Analyse wesentlich genauer ist, wenn man komplex arbeitet. Wenn ich hier, denke mal, das braucht man eh nicht. Ja.
dieses Hilbert Filter einbau. Und dann machen wir gleich mehr. 7. Naja, jetzt haben wir 37 Peaks. Und das ist jetzt schon grob so ein Basisrhythmus von dieser Sprachsequenz. Also es gibt dann noch einige Tricks, wie man das raffinierter machen kann, wenn es zum Beispiel Musikstücke sind, dass man nicht die Stellen nimmt mit der größten Amplitude, sondern dort, wo die Amplitude am schnellsten steigt. Das sind die eigentlichen rhythmischen Punkte. Genau, ja. Gibt es andere so mögliche Alten? Man kann. Ja, in die Peak-Analyse kann man alle Aspekte einbauen. Also man kann die Geschwindigkeit analysieren, die Beschleunigung oder man kann auch sehr viel machen durch Vorfilterung. Zum Beispiel einen Hochpass drüber legen, dass man gar nicht die tönenden und tonalen Sachen analysiert, sondern nur die höheren Frequenzen, wo diese ganzen Konsonanten drinnen sind, diese Zischlaute, Reibelaute, also wo wirklich der Anfang von einem Wort ist. Man kann sich das sehr bequem anhören. Was jetzt noch wichtig ist, diese Peak-Analyse zerstört jetzt natürlich den Buffer, weil jetzt stehen dann nur mal so Impulse drinnen. Man kann das aber auch so machen, dass der Bufferinhalt erhalten bleibt und diese Peaks nur in eine Liste geschrieben wird. Das heißt, ich mache mal. Ich mache vor diesen Peaks ein Dollarzeichen. Das steht bei mir für Structure, für Struktur. Du hast ja immer Nulldurchgänge, die aber in der anderen Achsen Amplitude haben können. Ja. Also ich habe das mal da rein. Bei einem Sinuskomplex hast du immer die Zeichen ist immer 1 zum Beispiel. Ja. Also wenn du nur den realen Teil anschaust, du das ständig herunter. Ja, ja. Welches ist denn überhaupt? Siehst, kann das sein, dass das trotzdem eine Amplitude ist? Da haben wir es, Peaks. Okay, ja. Den die Texte habt ihr alles unter den Scripts. Unter Texte ist das genau. Peaks, Doc. Die einfach, genau, ich habe sie ausgeklammert. Also da ist so eine Peak-Analyse angedeutet. Da gibt es irgendwo den Vergleich. Genau. Das ist jetzt ein Amplitudenverlauf, rein reell. Der geht immer auf 0. Und da zum Beispiel, und das ist dasselbe jetzt komplex. Also der Radius. Man sieht. Klar, aber der Radius wird selten 0. Wird selten 0. Und da gibt es zum Beispiel, da haben wir einen Punkt gefunden,
wo man sieht, da ist eigentlich eine Nullstelle fast im Reel, aber wenn man es komplex betrachtet, ist dort sogar ein Peak. Also man kriegt eine viel feinere Analyse dadurch. Da. Naja, und dann mache ich jetzt Folgendes, durch das Dollar davor wird jetzt der Bufferinhalt gar nicht verändert, sondern die Peaks werden nur in eine Liste eingetragen. Das Dollar, das Zeichen brauche ich sonst nie, so kann man es für Structure nennen. Und da muss man auch eine Größe angeben, also Size 15 und Dollar View. Damit kann ich mir die Daten von dieser Liste anschauen und formatiert ist Time und XY, die Amplituden. Wir können die Zeitpunkte in Sekunden und die Amplituden links und rechts da. Ups, wie war das? War das jetzt? Ah, da ist. Also das wird rausgeschrieben in einen Textfile und jetzt haben wir da diese Strukturdaten, das sind die Sekunden und das sind die Amplituden an der Stelle. Jetzt kann ich natürlich, kann ich jetzt solche Daten in den AMP-Prozess einschleusen und damit den Sequencer betreiben. Der Herr Klaus hat da sowas laufen. Du hast gerade sowas laufen, wo du zur Peak-Analyse in den Sequencer eingeschleust hast. Da ist die Peak-Analyse im Hintergrund mit diesen 37 Peaks und dieses Fokus macht diese Ausschnitte kleiner. Genau über dem Peak wird das jetzt reduziert, nur so ein kleiner Ausschnitt, 0,1, also 10% von dem Originalanteil. Also wenn ich es jetzt, na, den tun wir jetzt mal weg, den brauchen wir nicht. Zum Beispiel 0,5 macht, dann ist schon deutlicher, was da passiert. Na, gar nicht das deutlicher. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich muss da nochmal raus. Ah, der steht noch offen. Die Nacht hat lang gelegt, Bäume verbergt immer. Die Augen sieht die Wolken, die Wahrheit in der Zeit, die gleichen Schaden spielen. Also bei 1 wird es einfach durchgehen. Dann werden es 100% und so bei 0,1 kriegt man diese Partikel raus. Bei 0,1 ist die Dauer.
wie lang es war? Nein, das ist der Prozentsatz. Also Prozentsatz. Du hast von einem Peak zum anderen eine gewisse Strecke und die wird von der werden nur 10% verwendet. Mit so einer Bogenkurve rausgeholt. Und das mit dem FOC kann man die Kurve verändern, oder? So. Den Fokus. Genau, da gibt es eine andere Kurve irgendwie. Das gibt die, ja, sicher. Ja. Jetzt könnte man natürlich mal den Pfeil filtern. Also ich mache da mal ein Buffer Backup und ein Call. Mit Call Noise braucht man nicht. Call Field, ja. Also ein Filter, das tendenziell die tiefen Frequenzen wegnimmt und nur hohe Last. Nix. Dann muss ich den natürlich rekonstruieren. Also ich mache mir da ein Buffer Backup und da lade ich das Backup wieder. Und dazwischen wird der Sprachfeil gefiltert und diese Filterung analysiert. Da sind jetzt hauptsächlich die hohen Frequenzen drinnen. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Berge an. Gut. Müsste man sogar noch einen Zyklus machen, wenn es noch zu viel sind. Machen wir 8 Durchgänge, nicht nur 9, nicht nur 7. So. Gelassen stieg die Nacht ans. Bei dem Stück, das wir erst angehört haben, dort war diese sozusagen Eisenstange mit Sprachpartikeln initiiert wird, sind die so ähnlich mit diesen Methoden gewonnen, diese Partikel. Okay, ja. Du musst aber nicht View, nicht Dollar View machen, sondern Dollar Store. Dollar Store? Ja. Oder L-Store, als Liste. Also ja. Copy, machen wir folgendes. Oder schneller, ja? Pass auf einmal. Das ist eine neue Datei wieder. Ja, ja. So.
spiel's aber, dann erklärt sich sie wieder. Lass sie nach Land, den Räumen und dann die Augen sind in wahrer Zeit in der Stille ruhen. Kleckern quält, sie sind halt der Nachtsruhe vom Tag, vom Heute. Gut, dann noch. Das geht hier zum Äußeren. Ja, das geht zum Äußeren. Noch mehr. Ich glaube, ich brauche da. Schauen wir mal, oder Marc. Na, springt gerade nach an andere Positionen rein. Ich bin nicht sicher, ob das geht. Schauen wir gleich. Lass mal nach dem Räumen. Ja, und was heißt hier? Kekret ist das Rutan, heute gibt es. Das klingt wie russisch, Robin Hood. Mhm. Ich meine, der ist ja so langsam, aber es ist. Lass mal nach dem Räumen. Ja, und was heißt hier? Kekret ist das Rutan, heute gibt es. Also, was da passiert ist, ist ja die Peak-Analyse gemacht und jetzt dieses. Hat man die Struktur kopiert für den anderen Buffer und dort habe ich es also gestaucht, also mit einem Stretch von 0,25, nämlich die Daten, die Zeitpositionen. Und jetzt werden da einzelne Grains aus dieser Struktur genommen und nach der anderen Struktur zusammengebaut, die jetzt viermal so schnell ist. Und wir könnten es auch umgekehrt machen. Das ist sogar sehr. Gelassen stieg die Nacht ans Land. Gelassen stieg die Nacht ans Land. Gelassen stieg die Nacht ans Land. Gelehnt träumen nach ans Land. Gelehnt träumen an der Berge. Gelehnt träumen an der Berge. Das ist spannender, wenn wir mehr Peaks haben, also weniger. Weniger Durchläufe. Was macht jetzt das Fit nochmal genau? Die Grains genau einpassen. Weil sonst würden sie ja überlappen, sonst hast du lauter so. Also das nimmt das Grain nach der einen Struktur raus und macht es genau so groß, dass es wieder in die andere Struktur passt. Ah. Aber ohne es zu verändern im Tempo, sondern nur den Ausschnitt. Ausschnitt verkleinern. Ja, ja. Das Ventilatorschlüssel ist so laut, dass ich nichts verstehe. Das Dollarzeichen. Das ist Dollarzeichen. Das heißt, diese Analyse-Daten werden in einer Liste gesehen. Und dort kann man mit dieser Liste kann man jetzt auch wieder bearbeiten. Also alles, was da mit Dollar beginnt, sind Proteine, die diese Listen bearbeiten. Und wo ist die Liste aufgefallen? Oder halt wo? Wenn man da. Die ist internes abgespeckt. Und man kann sich mit dem Dollar View kann man sich anschauen. Ah. Dann musst du aber einen Editor dann deklarieren. Achso, das musst du nicht quasi schauen, was hier jetzt. Du hast das eh schon geschaut. Ja. Das hast du jetzt ausgesternelt, oder? Du musst wieder, du musst einschalten, dann kannst du das anschauen. Ja. Aber bei mir hat das vorher dann im automatisch aufgerufen. Und die gehen immer von einem Peak bis zum nächsten. Und ich habe jetzt Margin gesetzt, einen äußeren Rand von Nullpunkt, auf Zero. Dass das erste Grain bis Null geht, weil dort ist ja kein Peak, dort ist gar nichts. Und das letzte auch. Genau, weil sonst wird das irgendwie so hart einsteigen. Ja. Mhm.
Ist das so ein universeller Quark oder so? Also Zero Cross oder was? Nein, das gibt es nur für bei den Peaks da drinnen. Jede Menge granulare Operationen, die sind eigentlich sehr spannend, weil diese Peak-Analysen und die granularen Routinen kann man im Spektrum genauso machen. Und Spektrallinien muss niemand ausdünnen, oder selber. Nur der Modus für die granulare Transformation ist anders. Also, so sollte es funktionieren. Ja. Da braucht man im Spektrum überall die symmetrischen Modi. Und vorher haben wir die, in der Zeitstruktur haben wir die Grains immer eingepasst, sodass die nahtlos auseinander liegen. Ja. Und im Spektrum kann man das nicht machen, weil da entstehen irgendwelche seltsamen Reibungen. Der Autofokus macht Folgendes, der passt sie ein, wenn sie größer waren vorher, aber er passt sie nicht ein, wenn sie kleiner waren. Mhm. Also wenn die Entnahmestelle kleiner ist, der Ausschnitt kleiner ist dort, wo es hinkommt, dann bleibt es genauso, wie es war. Aber wenn er größer ist, wird er fokussiert. Vielleicht klingt das jetzt ganz anders. Nein, der Zauberer. Und die Möglichkeiten sind jetzt da endlos, also mit diesen Granulartransformationen da. Vielleicht macht man das morgen noch mal extra durch. Die Granulare? Ja. Mhm. Jetzt zeige ich nur eine Sache noch, die da auch geht. Das haben wir schon ziemlich viel Scripts. Jetzt mache ich das nämlich ganz anders.
Also da passiert jetzt Folgendes. Ich mache mir im Spektrum eine Peaks-Analyse von dem Hendrix. Im zweiten Buffer mache ich eine Peaks-Analyse von dem Mozart. Und dann werden die spektralen Grains von der einen Struktur in die andere geschoben. Na, einen Fehler gemacht. Ich muss nach der Analyse muss ich den Buffer löschen. So, jetzt geht's. Haben wir den Rhythmus vom Hendrix mit dem Spektrum von Mozart, mehr oder weniger. Das haben wir, ja. Umgekehrt ist besser, ich weiß es. Und wir können es umdrehen, ja. Schauen wir mal. Wo ist gescheiter? Ja. Natürlich, ja. Es entstehen schon ziemliche Artefakte dann dabei. Aber da kann man eigentlich die Peaks-Analyse verringern, oder? Aber was wird das jetzt ändern, wenn ich nur Peaks 1 mache vom Sound? Ich würde modulieren, das sind diese Grains werden so dicht, dass... Ah, okay. Jetzt, Das ist gemacht, bevor du das umgedreht hast. Oder was hast du gemacht? Gar nichts, da war das im Buffer B. Also ich habe jetzt die Modulation dadurch umgedreht. Also man könnte auch diese Files austauschen. Also da war einfach dieses A weg. Da. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur dreistufig mache, da kriege ich irrsinnig viele Peaks und das wird dann... Was? Man kann ausprobieren, das sind 16, das sind 16, das ist ein Structure Overflow. Ja. Muss ich das erhöhen da. Also da verliert man die rhythmische Struktur da. Aber wie gesagt, in diesem Text über Peaks steht da ziemlich viel drin. Und so. Machen wir noch.
Was war das vorher? 6 oder 7? 6, gell? Da gibt es schon viel, ja. Nein, da fällt noch eine. Wie lange soll der Workshop dauern, dass man alles durchmachen, was bis jetzt gemacht hat? 2 Jahre. Bis ich diesen Planeten verlasse, weil in der Zwischenzeit arbeite ich weiter. Also ich habe die Struktur kopiert und habe mir die Strukturdaten verzerrt. So dass alles ein bisschen nach unten rutscht. Oben bleibt es, wie es ist. Also mit so einem. Kannst du vielleicht mal kurz dein V8-Skript aufrufen? V8? Nur ganz kurz. Ja, ja.